Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Die WLAN-Zugangsdaten findet ihr auf der Rückseite eures Routers. Diese Daten sollten aber nur für die Erstnutzung da sein. Es empfiehlt sich, die WLAN-Zugangsdaten zu ändern. Wie man das macht, zeige ich euch in dieser Anleitung. Als erstes müsst ihr jetzt in das Menü von eurem Router rein. Da müsst ihr bei der Fritzbox zum Beispiel fritz.box eingeben und hier bei meinem Router muss ich eben diese Adresse hier eingeben. Sowas steht aber im Handbuch oder auf dem Router drauf. Dann hier meine Zugangsdaten, die stehen auch entweder im Handbuch oder auf dem Router drauf. Bei mir ist der Name hier Admin und das hier ist der Web Access Key, den ich eingeben muss, der eben auch auf der Rückseite des Routers zu finden ist. Dann drücke ich hier Login. Ja, und schon bin ich dann hier in meinem Menü drin. In jedem Router sind die Einstellungen ungefähr gleich. Die Grafik ist vom Aufbau her nur ein bisschen anders. Ihr müsst jetzt einen Punkt suchen, wo ihr ja das WLAN-Netzwerk findet. Das heißt dann WLAN oder Wi-Fi. Hier wie in meinem Fall. Ich finde hier bei mir zwei WLAN-Netzwerke und ein 2,4 GHz, ein 5 GHz. Je nachdem, wie nah ich dran bin an meinem Router. Und beide kann ich eben verschlüsseln über das Passwort. Ich gehe jetzt hier in die Einstellung hinein. Und dann gelange ich auch schon hier in den Bereich, ja, wo ich den Sicherheitsschlüssel vergeben kann. Da wähle ich immer diesen WPA 2. Ja, und hier ist eben die Passworteingabe. Ich kann das für 5 GHz und für die 2,4 GHz jeweils machen. Wenn ich jetzt hier auf Anzeigen drücken würde, würde ich das Passwort sehen. Und hier kann ich es jetzt eben eingeben. Hier gebe ich es einmal ein, hier bestätige ich es nochmal. Und wenn ich das bei dem 5 GHz machen will, eben auch das Ganze anwenden und schon ist das Passwort geändert, das Standardpasswort. Ja, so einfach geht das. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.